Sie hören den Kurier. Weißt du, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben? Weißt du, wie es ist, diskriminiert zu werden? Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen? Wir haben Menschen getroffen, die wissen, wie es ist und uns davon berichten. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier. Auf kurier.at/podcasts und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Es stehen lange Schlangen vor dem Kundencenter der Wiener Stadtwerke in der Spittelau. Die meisten Kunden wollen zu Wien Energie. Sie haben geöffnete Briefumschläge mit sich, mit viel zu hohen Gas- und Stromrechnungen. Andere wollen zu den Wiener Netzen, denn die sind unter anderem für die An- und Abmeldung von Gas- und Stromanbietern zuständig. Am Eingang steht ein Sicherheitsmitarbeiter und auch wenn es kalt ist, es gibt einen Einlassstopp. Zu viele Menschen seien in der Servicestelle. Aber warum stehen so viele Menschen dort? Was sind die Probleme? Wird ihnen geholfen? Das fragen wir die Kunden vor dem Kundenzentrum in der Spittelau. Und warum machen Energieunternehmen derzeit Übergewinne, während Kunden ihre Rechnungen nicht zahlen können? Wie ist die Situation am Energiemarkt und welche Möglichkeiten haben die Kunden jetzt? Darüber sprechen wir auch mit Alfons Haber, Vorstand von E-Control, der unabhängigen Regulierungsbehörde, die den Strommarkt überwacht. Mein Name ist Nina Özelt, das ist der Kurier Daily Podcast. Laut Wien Energie suchen derzeit rund 600 Menschen täglich Unterstützung im Servicezentrum in der Spittelau. 10.000 Anrufe gibt es täglich, genauso wie 4.500 E-Mails pro Tag. Laut Wien Energie müssen die Kunden mit einer Wartezeit von bis zu einer Stunde rechnen. Vor Ort wird einem sofort gesagt, dass es sich um bis zu 4 Stunden handeln kann. Wenn ein gewisses Pensum erreicht wird, werden die Besucher nicht in die Servicestelle hineingelassen. Sie müssen draußen in der Kälte warten. Egal um welches Anliegen es sich handelt, alle werden gleich behandelt, heißt es von Seiten der Sicherheitsmitarbeiter. Am Telefon wird von Kundenseite aus niemand erreicht. Auch auf Mails gibt es kaum Antworten. Hier ein paar Stimmen von den Menschen, die vor dem Kundenzentrum warten. Von 3 Monaten, September bis Dezember, 13.100 Euro. Von einer kleinen Wohnung, 2-Zimmer-Wohnung. Das ist keine Chance. Ich komme jetzt reden, was ist das? Zwei Jahre schon, oder? Das ist schon, was ist das? 13.100 Euro. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe 2 kleine Kinder. Geredet mit Mitarbeiter in Wiener Netz und hat mir gesagt, tut mir leid, Frau, das muss zahlen. Warum? Warum ich das muss zahlen? Ich habe diese Geld keine. Das ist sehr teuer. Katastrophe, was ist das? Hotel, ein ganzes Jahr nicht zahlen. Ein Hotel oder Gasthaus. Nur ich. Eine kleine Wohnung, 50 Quadratmeter. Was ist das? Was ist das? 50 Quadratmeter? Ja, 2-Zimmer-Wohnung. Was ist das? Leber verkaufen und zahlen Strom. 13.100 Euro hat bekommen Abrechnung von 4 Monaten. Ich bin da wegen überhöhten Fernwärmerechnungen. Also ich habe voriges Jahr 195 Euro bezahlt. Jetzt bezahle ich 450. Also ich glaube, das ist unberechenbar. Das ist Abzocke. Energieunternehmen verdienen Milliarden und Stadt kassiert dafür auch 20%. In jedem Land gibt es einen Deckel für Gas, für Strom, für Miete, nur in Österreich nicht. Ein 27-jähriger Mann kommt aus der Servicestelle und erzählt uns, wie es ihm ergangen ist. Nachdem er eine Pizzeria im 20. Bezirk aufmachen wollte, war er von sehr hohen Strom- und Gasrechnungen überrascht. Seinen Pizzaladen musste er wieder schließen. Wiener Energie habe ich ein Problem gehabt. Das war eine Rechnung bekommen mit dem 10.000 Euro. Und ich glaube, sie haben einen Fehler gemacht. Und die haben gesagt, jetzt kommt es eine neue Rechnung, aber ich glaube, es ist wirklich total falsch. Es ist unglaublich, weil ich habe es 4 Stunden gewartet. 11:30 bis jetzt, ja. Das ist circa 3,5 Stunden. Es ist wirklich extrem Chaos. Weiß es nicht. Müssen die Leute einfach aufstehen. Mit dem 200 Bonus, was ist das? Die spielen mit unserem Kopf, oder? 200 Bonus bekommst du und sitzt du zu Hause und denkst, okay, ich habe 200 Bonus bekommen. Aber das ist nicht korrekt. Sie geben uns 200 und sie nehmen 10-mal mehr.
Eine andere Dame ist frisch geschieden und wohnt bei ihrer Mutter, einer Pensionistin. Auch hier sind die Kosten für sie einfach unerklärlich hoch. Sie erzählt, warum sie zur Servicestelle gekommen ist. Die hohe Nachzahlung, was ich bekommen habe, okay, die habe ich bezahlt. Gas und Strom, ne? 400 Euro. Und das ist schon heftig, ne? Ich habe voriges Jahr aus dem Grund mehr bezahlt, ja, haben sie mir gesagt, ich soll mehr zahlen, dass ich am Jahresende eben halt Guthaben habe. Nein, es war umgekehrt. Ich habe bezahlt ganzes Jahr und trotzdem habe ich Minus gehabt, also 700 Euro in Minus. Okay. Dadurch haben sie Teilbetrag erhöht auch. Ich bin nicht reingekommen, keine Chance. Geht nicht. Es sind so viele Leute drinnen und die haben schon um 12:30 zugesperrt. Der Herr war so nett von Wien Energie und ich habe ihn gefragt, wie können Sie mir bitte helfen, weil ich muss ja einzahlen, ja, in 2-3 Tagen, was soll ich machen? Und er hat zu mir gesagt, okay, über die App, ja, und ich kann eben halt 20%, zumindest, dass ich die Rate ein bisschen, ja, statt 400, 300 Euro ein bisschen runtersetze. Ein älterer Herr kommt zu spät zur Servicestelle. Er hat technische Probleme mit seinem Wien Energie Account. Ich stehe vor geschlossener Türe. Ja, ich wusste es nicht, dass trotz dieser Sondersituation, da geht es ja drunter und drüber im Service, wenn Sie anrufen, sinnlos. Ja, per E-Mail wird nicht geantwortet. Ich habe EDV-Probleme mit meinem Wien Energie. Also rundherum geht's nicht. Ich weiß nichts über meine Anschlüsse etc. Ja? Und ich bin eigentlich wegen der EDV hier, weil das gibt's ja nicht, dass das so lange funktioniert. Bin eigentlich als Konsument sehr enttäuscht vom Service. Und dass man in der Situation nur 2 Tage länger offen hat, ja, und die anderen Tage um 15 Uhr schon aufhört, finde ich jetzt, das ist kein Service, das ist eine Zumutung. Okay. Was wünschen Sie sich von den Wiener Stadtwerken? Besseres Service. Ich meine, ich verstehe, dass das eine Sondersituation jetzt ist, mit den Energiepreisen und den allen drum und dran, hat mich auch getroffen. Ich habe ein Ratenabkommen mit der Wien Energie und das hat funktioniert, auch noch lange im Hin und Her. Was wünsche ich mir von der Wien Energie? Entschlackung, mehr Service, weniger Tohu Wabohu. Ich kenne kein Unternehmen, das derartig schlecht organisiert ist oder überfordert ist. Und man legt nicht dazu, jetzt von der Personalkapazität her. Und ein anderer Besucher erzählt wiederum, dass seine Teilbeträge von 800 bis 1000 Euro für alle 2 Monate angestiegen sind. Heizen werde er nicht mehr können, so wie er es von früher gewohnt war, sagt er. Ja, ich habe Vaterrechnung, vor die Heizung ist extrem teuer geworden. Man jetzt kann nicht mit Heizung weiterleben. So muss eine andere Lösung, wie kann man im Winter weitergehen. Weil zum Beispiel für jemand, die benutzt, die hat niedriger Gehalt, schafft das nicht mehr. Es gibt Personen, die hat 800.000, muss jeder 2. Monat zahlen. Meine Wohnung ist 50 Quadratmeter und ich wohne allein. Das heißt, ich benutze nicht so viel Strom oder Warmwasser oder so. Und trotzdem habe ich so bekommen. Das heißt, meine Situation ist viel besser als andere Personen, die hat Familie, Frau und Kinder. Sie soll Gehalt zum Heizung, Strom und Mieter. Gibt nur die altmodische Lösung. Trag 2 Hosen, Jacke, schlaf mit deinem Pullover. Auch ein anderer Herr ist nicht mehr in die Servicestelle gekommen. Er wollte seine Rechnung zahlen. Jetzt muss er damit rechnen, dass sein Strom abgeschaltet wird. Na, mein Problem ist, das ist heute der letzte Tag. Zum Zahlen, ich habe nicht aufgepasst und ich wollte zahlen, bevor dass sie den Strom abschalten und dann bei dieser Kälte, wie kann ich das in meiner Wohnung überhaupt überstehen? Ja, und Security hat gesagt, nein, lass mich nicht rein. Sagte die Polizei, kriegen Sie eine Strafe, sage ich dann, holen Sie die Polizei, ich bleibe da, weil es ist gesetzlich, bis 3 Uhr jeder darf rein. Aber wollte nicht. Ja, was soll ich machen jetzt, muss ich gehen, schauen wir mal. Was machen Sie jetzt?
Ja, morgen wiederkommen. Ich hoffe nur, dass ich am Mitternacht nicht den Strom abschalten, dann habe ich wirklich ein Problem. Vor wenigen Tagen hat die E-Control Forderungen veröffentlicht, weil sie besseren Kundenschutz von Energielieferanten in Zukunft verlangen. Dabei geht es unter anderem um klarere Kommunikation. Bei Preisänderungen und Kündigungen sollen Kunden etwa einfach verständliche Informationen über Handlungsmöglichkeiten erhalten. Auch zur Rechnung und der Berücksichtigung der Stromkostenbremse soll besser informiert werden. Und die Vertragsbedingungen sollen leicht zugänglich machen. Weiter sollen Lieferanten die gesetzliche Grundversorgung ohne Einschränkung anbieten und auf Abschaltungen bei Härtefällen verzichten. Über die aktuelle Situation haben wir mit E-Control-Vorstand Alfons Haber gesprochen. Herr Alfons Haber, Sie sind der Vorstand von E-Control. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Was ist denn die genaue Aufgabe von E-Control? Herzlichen Dank auch für die Einladung. Die E-Control ist die österreichische Regulierungsbehörde, unabhängige Regulierungsbehörde. Wir überwachen also den Strommarkt, schauen also, dass das alles also gut also vonstatten geht. Und wir bestimmen auch die Tarife für Strom und für Gasnetze. Mhm. Es ist so, derzeit herrscht ja regelrechtes Chaos am Energiemarkt und vor allem die Kunden sind sehr verwirrt. Wie wirkt sich das bei Ihnen aus? Haben Sie mehr Anfragen? Kommen die Leute auf Sie zu? Sie haben ja, glaube ich, auch eine Schlichtungsstelle. Was ist da genau Ihre Aufgabe und wie ist der derzeitige Stand? Die Nachfrage ist wirklich also sehr groß. Die E-Control ist wirklich also sehr gefragt, um Informationen abzuholen. Es hat sich im letzten Jahr gezeigt, dass ungefähr ein Faktor 3 sich also jetzt also ergeben hat. Das heißt, wir haben in etwa dreimal so viel oder mehr als dreimal so viele also Anfragen bei unserer Hotline. Unsere Streitschlichtungsanfragen hat sich also in etwa mehr als verdoppelt. Unsere Zugriffe auf den Tarifkalkulator haben sich in etwa verdoppelt auf 800, fast 900.000. Und die Homepage wurde auch 3 Millionen Mal wirklich also jetzt angeklickt. Und das ist natürlich auch, dass die Kunden sich informieren wollen. Mhm. Viele Leute sind einfach überfragt. Sie kommen nicht auch an die Energieanbieter ran. Die heben nicht ab. Die können sie nicht mehr per Mail erreichen. Die sind überfordert. Die Menschen sind geschockt. Die Preise sind so hoch. Früher haben sie etwa 30 Euro pro Monat gezahlt. Jetzt haben sie 300 Euro. Ich habe Leute getroffen, die haben mir gesagt, sie haben Tausende von Euros, die sie jetzt zahlen müssen. Das ist für sie nicht tragbar. Warum ist das so? Zugleich hören wir, dass Energieunternehmen Übergewinne machen. Wie geht das? Wir haben natürlich eine Krisensituation in Europa, die sich also jetzt aufgrund des Krieges natürlich ergeben hat. Angebot und Nachfrage haben sich hier insbesondere bei Gas und resultieren dann aber auch bei der Stromerzeugung aus Gaskraftwerken ergeben. Hier ist zu unterscheiden natürlich also, wie wird also der Strom erzeugt und wo wird er erzeugt und diese Unternehmen, insbesondere aber auch die von erneuerbaren Energien, die haben dann höhere Gewinne machen können, weil die Marktpreise auch gestiegen sind aufgrund der Krisensituation. Und das ist natürlich auch, was man jetzt also bei den Endkundenpreisen eben sieht. Und die europäischen Märkte, aber auch weltweit, haben sich die Energiepreise leider sehr erhöht. Mhm. Aber was können die Kunden jetzt machen, wenn die jetzt so hohe Rechnungen bekommen, nicht wissen, wie sie das zahlen sollen und im Endeffekt machen die Energieunternehmen Gewinne? Was raten Sie denen? Die wenden sich wahrscheinlich auch an Sie. Die wenden sich natürlich auch an uns und wichtig ist, dass man auch also jetzt einen Vergleich macht. Wie gut ist oder welchen Preis bietet mir der Lieferant an? Ein gutes Beispiel ist hier natürlich auch über den Tarifkalkulator Preisvergleiche zu machen. Was ist mein aktueller Preis? Gibt es also schon günstigere? Wie sind die Angebote? Und das ist natürlich schon ein Punkt, weil wir sehen schon also eine Beruhigung also auch der Preise, dass es auch Neukundenpreise wieder gibt, die jetzt also nach unten gehen und somit ist Information wichtig. Wesentlich ist aber auch, dass man auf den Verbrauch achtet. Insbesondere Strom und Gas. Wie kann man auch den Verbrauch etwas reduzieren, um somit aber auch die Kosten dann also überschaubarer zu machen und laufend beobachten, wie viel habe ich verbraucht und wie hoch sind auch die Summen. Aber es heißt ja, dass im Endeffekt es ja jetzt gar keinen Vergleich mehr gibt, weil die Preise überall steigen und dass auch diese Vergleiche nicht mehr wirklich sinnvoll sind, weil ja auch diese ganzen Stromkosten, Vergleiche sozusagen
zeigen, dass überall die Preise steigen und dass das eigentlich dann in jedem neuen Vertrag nicht mehr einfach wird. Die ganzen kleinen Anbieter, die gehen auch ein. Ja, das heißt, es wird irgendwann nur noch mehr die Großen geben. Oder wie sehen Sie das? Wie wird das jetzt weitergehen? Wir haben jetzt schon gesehen, dass es unterschiedliche Entwicklungen gibt. Zum einen gibt es also Energieunternehmen, Lieferanten im Konkreten, die jetzt noch Preise erhöhen werden. Und zum anderen gibt es aber auch neue Anbieter, die jetzt auch kurzfristig günstigere Energie jetzt also auch beschaffen können, also wirklich kurzfristige Beschaffung, die jetzt schon mit günstigeren Angeboten auf den Markt kommen. Als Beispiel, wir haben jetzt gerade geschaut, also auch, wie ist das Angebotsverhalten in Wien? Und da gibt es schon also jetzt also im Gas 14 Anbieter und aber auch im Strom 17 Anbieter mit unterschiedlichen Produkten. Das heißt, also der Markt von den Angeboten ist wieder etwas im Auftrend. Was raten Sie jetzt den Leuten, die da wirklich verzweifelt sind, die auch nicht mehr sozusagen, die sich lange anstellen müssen, die nicht mit den Anbietern in Kontakt treten können, weil die Hotlines nicht abheben? Also es ist ja anscheinend auch ein Manko an Mitarbeitern im Energiemarkt ganz klar da. Das hört man zumindest von den Energieanbietern und deswegen können sie auch keinen Service mehr gewähren, dass es einfach eine Überforderung gibt. Was raten Sie den Menschen im Konkreten? Was sollen die machen? Sollen die sich an Sie wenden, wenn die nicht mehr an die Anbieter herankommen? Es ist in erster Linie schon also wichtig, dass man den Lieferanten kontaktiert und hier mit denen versucht, in Kontakt zu treten. Und aber auch schaut, also wie ist mein Zählerstand, stimmt das also auch mit der Rechnung überein? Natürlich also den Ablesezeitpunkt also mit zu berücksichtigen. Wie ist es also mit den vorgeschriebenen also Teilzahlungsbeträgen, dass man das einplant? Auch bitte darauf achten, sind das monatliche Teilzahlungsbeträge, sind das quartalmäßige Teilzahlungsbeträge, das schon auch mit berücksichtigen und wirklich in erster Linie natürlich also mit den Lieferanten in Kontakt treten. Wenn sich darüber hinaus dennoch Fragen geben, stehen wir auch gerne also mit unserer Hotline also zur Verfügung, aber auch mit unserer Streitschlichtungsstelle. Was gibt es denn für Möglichkeiten von E-Control bei dieser Streitschlichtungsstelle zum Beispiel? Wir können zum einen also jetzt in direkten Kontakt treten und schauen also und auch einmal eine Plausibilitätsprüfung machen der Rechnung, der Rechnungshöhe und der Vorschreibung, um hier wirklich einmal eine Übersicht also zu gewährleisten. Das machen wir auch viele, da bekommen wir auch sehr viele Anfragen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Vergleichen natürlich auch auf unsere Homepage zu verweisen mit dem Tarifkalkulator und solche Informationen sind unser täglich Brot. Und was erreichen Sie dann als E-Control? Werden dann die Anbieter angezeigt oder wie funktioniert das dann? Oder wie gibt es dann einfach nur eine Lösung? Es sind ja zum Beispiel oft auch wirklich falsche Zahlen auf den Rechnungen. Also das ist auch nicht mehr nachvollziehbar für viele. Wir gehen natürlich also und wir wollen jetzt also hier Angebote machen und natürlich also aber auch also schnellere Lösungen also mit den involvierten Personen und Unternehmen natürlich erzielen. Und hier können wir schon also dann direkt in Kontakt treten mit dem Lieferanten und sagen, bitte, hier muss irgendwas schiefgelaufen sein in der Vorschreibung, in der Zählwerterfassung oder wie auch immer. Und das ist schon also oft sehr hilfreich, weil es also dann also sehr rasch, also wenn wirklich ein Fehler passiert ist, zur Korrektur führt und zur neuerlichen Vorschreibung, um hier wirklich also auch also die Zahlungsflüsse kontrollieren zu können und aber auch überschaubar eben also planen zu können für alle Kundinnen und Kunden. Wird sich die Situation jetzt am Energiemarkt bessern? Also können die Menschen auch damit rechnen, dass das besser wird? Oder wird es schlechter werden? Ich meine, die Situation im Krieg wird ja auch nicht wirklich besser. Also wenn man das wirklich auf das zurückführen kann, dann sieht es für die Leute nicht gut aus. Oder wie schätzen Sie das ein? Wir beobachten natürlich die Energiemärkte Strom und Gas also sehr genau und schauen aber auch, wie sich der Markt das entwickelt. Wir haben es jetzt in den nächsten Monaten auch noch gesehen, dass einige Energielieferanten aufgrund der Beschaffung die Preise auch noch teilweise erhöhen werden. Und da ist bitte wichtig, getrennt bitte von Erzeugern, also die jetzt also auch hohe Gewinne machen. Die Lieferanten mussten oft beschaffen am Markt und somit ist das also kein direkter Vergleich möglich, dass man sagt, die machen Gewinne, die erhöhen jetzt. Das muss man differenziert betrachten, weil die Lieferanten oft einkaufen die Energie und nicht unmittelbar auch Erzeuger sind. Und da sehen wir, dass diese Preise im Energiemarkt sich also jetzt also auf hohem Niveau aber stabilisieren. Das heißt also, wir rechnen heuer mit nicht
oder konstanteren Preisen über das Jahr und auch für das nächste Jahr, dass es so, zu solchen Ausschlägen, wie es letztes Jahr war, nicht mehr kommen sollte. Das ist unsere aktuelle Prognose. Das heißt, eine leichte Entspannung der Energiepreise, aber auf höherem Niveau. Mhm. Okay. Gut. Dann würde ich noch eine letzte Frage stellen, weil wir wirklich konkret die Kunden, die das nicht zahlen können oder die einfach überfordert sind mit diesen Zahlungen. Was raten Sie diesen Menschen konkret? Sollen die sozusagen eine Ratenzahlung, sollen die sich lieber informieren, ob das die richtige Zahlung ist? Sollen die sich informieren, ob sie wechseln können oder macht das eh keinen Sinn? Vielleicht können Sie da nochmal ganz konkret was zu den Menschen sagen, die jetzt einfach überfordert sind und ob sie sich auch an Sie wenden können. Sie können sich natürlich auch an uns wenden, aber zwei Informationen sind hier sehr wichtig. Wenn man Vorschreibungen bekommt und auch vielleicht Mahnungen bekommt, man sollte die nach Möglichkeit zahlen. Und jetzt kommt aber das große Aber. Im Strom hat man natürlich auch die Möglichkeit auf Ratenzahlung, die ist gesetzlich also jetzt vorgesehen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die Ratenzahlungen also jetzt mit den Lieferanten zu vereinbaren. Und viele Energielieferanten im Gasbereich stellen das auch freiwillig zur Verfügung. Das ist einmal das eine. Und zum anderen, im Strom gibt es also und im Gas gibt es auch noch die Möglichkeit einer Grundversorgung. Das heißt, wenn man hier in direkten Kontakt mit dem Lieferanten geht, dann bekommt man einen anderen Tarif und man soll sich auf die Grundversorgung also dann also berufen und dann bekommt man einen Tarif. Hier ist aber zu berücksichtigen, dass eine Monatszahlung im Voraus geleistet werden kann und muss. Und damit endet auch der heutige Daily Podcast. Am Mikrofon spricht Nina Özelt, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr zu unseren Podcasts findet ihr unter www.kurier.at/podcasts.